wahrscheinlich können. Ja, und das habe ich dann gelernt und denke, das ist mega wichtig. Und nein, ist nicht. Hat jemand von euch so einen Kurs mitgemacht? Ja, so einen NC-Vorbereitungskurs? Zweimal. Zweimal? Ja. Und dann ja, haben sie gesagt, machen wir einen Wasserlacht. Ja. Doch, schon die. Das ist jetzt kurz. Ich freue mich, sonst die rechts neben. Swiss Mad Talk wird dir präsentiert von VSAO, Mediservice und Bibliothek Medizin. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Swiss Mad Talk. Genau, heute zu Gast zwei sehr spezielle Gäste, und zwar Jenna und der Luc. Und zwar ciao zusammen. Herzlich willkommen. Dürfen wir da sein? Ja, mega cool. Vielleicht noch kurz. Ihr seid beide im zweiten Studienjahr, habt jetzt gerade frisch angefangen im September. Und ihr habt hier eigentlich die Uni Bern das erste Jahr absolviert, oder? Das ist ja, halt eben. So ein bisschen Podcast. Da eigentlich ist jetzt so richtig. Corona. So das Covid-Jahr, ja, oder? Voll. Mhm. Ja, voll. Jetzt, was wir halt immer machen zu unseren Gästen, man braucht immer etwas zu trinken. Weil sonst wären wir ja mega schlechte, wie sagt man das? Gastgeber. Gastgeber, genau. Sonst wären wir schlechte Gastgeber. Und wir kennen euch ja schon sonst hier mit dem Lehren. Wir brauchen Toni, oder? Ja, wir brauchen Toni. Das Koffein. Sehr, wie viel braucht ihr? Uff, kommt ganz klar darauf an. In der Lernphase ist halt der Koffeinkonsum deutlich erhöht. Aber jetzt so, ja okay. Im zweiten ist fast jetzt schon ein bisschen Lernphase, ehrlich gesagt. Schon. Ja, ein bisschen. Aber von dem her, ja. So 2-3 Tonis sind es vielleicht schon am Tag. 2-3 pro Tag? Ja. Und Lernphase? 2 sicher. Ja, dort am Morgen einen, am Mittag, vor dem Mittag, nach dem Mittag. Ja, okay. Okay. Dann um 3 Uhr. Es ist ein Wunder, dass du noch hier sitzt. Es ist wie eine Notfallmediziner eigentlich. Ja, der hat ja dann 6 gehabt. Oder 6? Oder noch mehr? Der hat 6, bevor er die Schicht hat angefangen. Irgendwie so, ja. Am Tag doch fast über 10, nicht? Ja, das ist mega schön. Mit deinen 4-5. Ja, muss vielleicht einfach ein bisschen abschalten. Je nachdem, also am Morgen schon definitiv mal einen Kaffee, bevor man überhaupt aufsteht. Ja, fix. Und ja, dann hat jeder eine Pause. Brauchst du einfach etwas. Wir haben eine Auswahl für euch. Weiter Classic, Mint oder Ginger? Was seid ihr jetzt vorne? Ich habe Mint und Ginger noch nie gesehen. Noch nie gehabt. Aber ja. Ginger dann mega fein, weil ich liebe Ginger über alles. Schon? Ja. Also okay. Ginger und bei dir? Ich hätte Ginger auch sehr gerne, aber ich bleibe gleich beim Classic. Bist du ein Classic? Oh, okay, ja. Don't risk it. Ja. Jetzt muss ich aufpassen. Das ist mega schlecht. Jetzt darfst du schön aufmachen und dann spielen. Das ist jetzt ein bisschen blöd gewesen, gerade. Nützt das wirklich etwas, das drauf? Ja, fix. Und auch wenn es nicht nützt, es lohnt dich geil. Aber es lohnt Psychologie. Ja. Du nimmst das Mint? Ja, voll. Sind noch ein Lieblings? Ich feiere noch das Mint. Schön. Feiere im schon? Schon, ja. Das ist ein bisschen ASMR. Ja. Das, oh ja. Oh, ja. Das ist aber so eine Prüfung. So. Ich glaube, das sage Prüfung, so 5 Minuten bevor die Prüfung startet, alle schon also, mal auf. Ich finde die Dosen im Fall extra laut. Die sind mega laut. Ja, aber die Prüfung ist wirklich so. Die Prüfung von da. Jemand macht so auf, alle anderen. Zack, 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 überall. Die ganz Expo ist so krass. Mega, ja. Aber ob ihr Jahrgang ist wirklich... Euer Jahrgang ist einfach überrissen, was das angeht. Schlimm. Weil bei uns war das nicht so das Thema. Einfach Kaffee da in der Bibliothek. Aber die funktioniert nie da oben. Wirklich? Ja, meistens funktioniert sie nicht. Das ist auch nicht der richtige Kaffee. Ja. Hasselnuss geht immer. Hast du noch Cappuccino? Der geht immer. Cappuccino kannst du nicht viel falsch machen. Das ist ein bisschen Schokolade-Milch mit Kaffeegeschmack. Ja, jetzt macht er nicht fertig. Aber es ist trinkbarer als anderer Kaffee. Ja. Sehr fein. Hast du es gern? Mega fein, ne? Nice. Ja, wieso haben wir euch heute auf dem Podcast? Mhm. Und zwar, wenn ich denke, wir wollen mal zeigen, was es so bedeutet, wenn man gerade Medizin anfängt, wenn man gerade von Weimar kommt. Und nachher plötzlich in die Welt der Mediziner eintaucht. Ins kalte Wasser. Ins kalte Wasser. Schon ein bisschen, ja. Sind ihr beide nach dem Gimmer direkt... Willst du anfangen? Ja, ich wollte eigentlich zwischendurch machen. Ich habe 2020 den Gimmer abgeschlossen. Das heisst, wir sind komplett im Corona-Jahrgang gewesen. Und ja, hast du Matura gemacht oder haben die sie geschenkt bekommen? Wir sind nicht ganz geschenkt bekommen, okay? Fast. Weil ich keine Maturprüfungen hatte. Du hast geschenkt. Die sind geschenkt worden, ja. Ja, aber ich hätte es gerne gehabt, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Und dann so im Ende schon, bist du einfach 400 Leute in einem Raum, irgendwie 4-5 Stunden Prüfung. Mhm. Und das hast du überhaupt nicht gekannt, weil du keine Maturprüfungen gemacht hast. Stimmt, so, ja, stimmt. Die ersten Prüfungen im Januar hast du schon überhaupt nicht gekannt, was das für ein Feeling ist. Mhm. Von dem her hätten wahrscheinlich Maturprüfungen schon ein bisschen
etwas gebracht, dass du dich ein bisschen darauf einstellen. Vor allem die erste längere Prüfung. Oder? Ja, wirklich 4 Stunden am Stück musst du konzentriert sein oder noch länger, halt, je nachdem. Mhm. Ja. Und dann hast du die Prüfung bestanden, der NC? Der große NC. Ja, der große NC, der kürzest worden ist. Gibt es ein Klatschen? Okay, es gibt Wir haben NC bestanden und denkt, probiere es. Mit Medizin fange ich an, ohne Zwischenjahr. Human bist du genau, oder? Ja, mit Humanmedizin. Ja. Ja, voll bei dem Human. Und ja, ich bin mega froh, habe ich mich dafür entschieden. Und bin recht froh, jetzt hier zu sein, vor allem in diesem Jahrgang. Ja. Dass ich es nicht ein Jahr später gemacht habe, unser Jahrgang ist wirklich recht cool. Ja. Mit einem coolen Zusammenhalt, oder? Mega. Ja, mega, mega. Ja. Vor allem gerade auch durch das Corona-Jahr, wo wir angefangen haben. Dass irgendwie alle haben die Leute kennenlernen so ein bisschen, weil wir haben gleich noch einen Monat oder so, haben wir, glaube ich, irgendwie noch Vorlesungen vor Ort gehabt, halt wie der Jahrgang gesplittet in 2 Gruppen und dann alternieren in der Woche. Aber trotzdem, die Leute haben wirklich, Leute kennenlernen und das war cool gewesen. Und ja. Ich habe fast das Gefühl, ihr seid mehr zusammengeschweißt, weil es wie fast etwas mega Besonderes war, wenn man die Leute wie hat gesehen in einem Haufen. Das, ja. Und bei uns ist halt, man hat es halt gekannt. Ja, das stimmt. Ja. Man hat es weniger wertgeschätzt, glaube ich, als dir. Aber ich muss auch sagen, bei uns im Jahrgang hat es viele, die halt auch wirklich Leute, Sachen unternehmen. Ja, das merke ich so jede Woche. Zum Teil ist es nicht viel, ja. Ja, der Schanze. Und bist du auch nach dem Gimmer? Nicht direkt. Nicht direkt? Nein, ich habe noch ich habe 19 abgeschlossen. So. Wir haben noch Matura-Prüfungen, alles ganz normal gehabt. Und dann habe ich den NC probiert. Aber der ist komplett in die Hose gegangen. Über das Resultat aber gar nicht reden. Dann habe ich so ein bisschen, okay, komme ich irgendwie noch, also schaffe ich das irgendwie noch. Dann habe ich zuerst bin ich reisen. Ich habe mega Glück gehabt. Ich war in Indonesien, gewesen, dann in China und in Australien und bin wirklich kurz vor Corona wieder zurückgekommen, also planmäßig. Dann ist Corona gekommen und dann konnte ich wie Biomedizin anfangen im Frühlingssemester, so, also im Winter, im Februar oder Januar, habe ich anfangen. Halt wie ein Semester Biomedizin in Zürich studieren. Schnell auf Podcast umgestellt worden, aber es ist wie so ein bisschen der erste Kontakt ins Unileben. Es war schon mal so ein bisschen da gewesen. Ich habe gewusst, okay, das ganze Organisatorische, was du in der Medizin ja gar nicht hast, da wird alles für dich gemacht. Ja, das ist ja, das ist voll so schön. Das ist ein Traum, ja. Und von dem her bin ich so ein bisschen reingerutscht und es hat mega gut getan. Da habe ich mich nebenbei noch für den NZ vorbereitet und es dann auch mega ernst genommen. Und immer wieder, so jede Woche ein bisschen etwas gemacht, nicht mega viel, aber immer ein bisschen etwas. Und dann so habe ich es dann im zweiten Anlauf geschafft. Und jetzt bin ich da zu Bern. Und in diesem Podcast? In diesem Podcast mit euch. Da, mit eben mega coolen Leuten. Bern allgemein. Ich glaube, wirklich eine coole Wahl gewesen, dass ich da anhand darf, dass sie mich da geschickt haben. Wir haben dann wirklich eine grosse Wahl. Und von dem her. Sehr gut. Bin ich wirklich mega froh. Hat jemand von euch so einen Kurs mitgemacht? Ja, so einen NC-Vorbereitungskurs? Zweimal. Beim ersten Mal habe ich einfach den Kurs gemacht, nachher nichts mehr gemacht. Und dann, glaube ich, über Wochen, weil ich wie noch Matura-Prüfungen hatte und da habe ich mich wie auf Matura konzentriert, obwohl es eigentlich nicht nötig ist. Hättest du dich locker können, einfach für den sich konzentrieren und Matura so nebenbei machen, es geht ja meistens. Und also neben eine Woche vorher noch so ein bisschen angeschaut und dort war noch die lange Version, also mit Figuren, Fakten und dem ganzen Zeug. Und wenn du dann halt eine Woche vorher das übst, blöd gesagt, ist spät. Das ist viel spät und von dem her hat es nicht geklappt. Und dann habe ich nochmal einen Kurs gemacht, dann, weil auch im Kurs vorher war ich nur so halbpatzig dabei. Ein bisschen blöd, hat Geld gekostet, zum Teil schon recht kommerzialisiert, das ganze Zeug. Aber ich durfte wie nochmal den Kurs machen so, und habe dann wirklich aufgepasst. Und dann ist habe ich eben immer wieder so ein bisschen geübt, jede Woche ein bisschen etwas. Und so ist es eigentlich. So schafft es fast jeder, wenn man dranbleibt. Und, ja. Dann geht es gut. Und denkst du, man muss einen Kurs besuchen? Nein, gar nicht. Also vielleicht irgendwie, es gibt ja vom TMS von Deutschland, gibt es also die Bücher. Irgendwie die, mit denen lernen, glaube ich, recht viel. Wenn du dort so die Übungen machst oder auf dem Internet kannst du Übungen runterladen. Ein Kurs kann wie dir helfen, keine Ahnung. Also mir hat es schon recht geholfen. Es war sicher positiv, habe ich den gemacht. Aber nicht zwingend. Nein. Hast du einen Kurs gemacht, Jenna? Nein, ich habe auch mit diesen TMS-Büchern gelernt, die ich noch so ein bisschen von einem Kollegen übernommen habe. Und dachte, ja komm, NC hat noch einen Plan B gehabt. Wenn ich nicht bestanden hätte, hätte ich etwas anderes studiert. Auf dem her hatte ich auch überhaupt keinen Druck gehabt.
Das ist ein mega wichtiger Punkt, so ein bisschen, dass eben einen Plan B, ja, fix, wo dir auch gefällt, kannst du machen. Mega. Also den Druck auf den Menschen. Ich bin mega so zwischen Volkswirtschaft und Medizin. Oh, ja, aber wirklich, Vorwahl ist wirklich noch schön. Geil, ja. Und haben so beides, ich war mit beidem happy gewesen. Und darum hatte ich auch überhaupt keinen Druck gehabt, auch als ich die Rente geschrieben habe. Und haben ja auch nicht für einen Kurs geschrieben, weil es mir nicht mega wichtig war, dass jetzt das, also dann hat bestanden. Und halt auch nicht mega Stress gemacht selber, als ich dort gehockt. Und das hat mir dann auch sehr geholfen. Und dann hat sehr gut bestanden. Und nice. Es sind wirklich die, die echt das mal probieren, so low pressure haben. Und ich glaube, bei denen klappt es auch noch gut, weil du einfach mal probierst. Ja, voll. Bist du auch ein Kurstyp gewesen bei dir, oder? Nein, vom Gimmer aus haben wir einen gehabt. Oh, das ist cool. Stimmt, das hatten wir auch. Aber das war doch von neu gewesen. Also nein, man hat auch einen Übungsdurchlauf zusammen gemacht und so ein bisschen die Tipps noch bekommen. Ich komme darauf an, wie ernst du es halt nimmst, je nachdem, als Schüler selber. Ja, voll. Also ich persönlich habe so wie Jen eigentlich gemacht, ohne Kurs, weil ich mit den Vorbereitungsbüchern. Und dort steht ja meistens so eine Anleitung. Eben, jetzt so ein Tipps und Tricks mit dem Dreisatz und dem Ganzen habe ich bestimmt noch nie gehört. Aber würdest du jetzt im Nachhinein noch einmal den Kurs machen? Cool, was würdest du Gimmel raten oder bei dir beide? Ja, kommt darauf an, was ihr für ein Typ sind von Schülern. Ich hatte ziemlich etwas, mir ist, also ich musste immer etwas machen für die Schule. Ich bin kein natural born genius. Von dem her, wenn du so ein Typ bist. Ja. Nein, also ich muss wirklich für Zeug lernen, dass ich das so ein bisschen kann. Und ich glaube, wenn du so ein Typ bist, hilft es. Dann so ein bisschen der Frontalunterricht, wo nachher an der Uni gar nicht mehr ist. Und dann auch recht ins kalte Wasser geworfen wurde, hat mir in diesem Kurs gut da so ein bisschen so als Übergang vom Gimmer zur Uni nachher dann. Von dem her, ja, wenn aber jemand bist, der wirklich dir selber Sachen gut beibringen kann, selber Sachen gut kannst beibringen, dann musst du wirklich keinen Kurs machen. Und hat so viele Sachen im Internet mit diesen Büchern und all dem Zeug, das völlig lange. Da hättest du sicher Vorstellungen gehabt, als dann, das Ergebnis hat bekommen, das bestanden hat und nachher das Medizinstudium auf euch gewartet hat, wie das dann wird. Was habt ihr so? Wisst ihr noch, was ihr gedacht habt? Sie sind so Vorurteile halt. Was du anfangen? Vorurteile? Ja, einfach, dass es streng wird, habe ich gehört. Ich habe jetzt nicht mega viele Leute gekannt, die Medizin schon studiert haben, in Bern oder sonst irgendwo. Ich habe einzelne gekannt, von dort schon so ein bisschen etwas mitbekommen und mich so ein bisschen darauf einstellen, was mir erwartet. Aber dass es halt einfach etwas komplett anderes wird sein als jetzt im Gimmer und dass du auf dich selber gestellt bist und wirklich niemand schaut, ob du jetzt das gelernt hast oder nicht. Du musst einfach können. Und es war schon eine rechte Umstellung im ersten Semester, was einfach musst machen und dann alles der Podcast. Du brauchst recht viel Selbstdisziplin, dass du daheim die angeschaut hast. Also hat dich etwas überrascht oder bist du einfach schon wie vorbereitet gewesen, was auf dich zukommt? Überrascht? Nein, in dem Sinn habe ich nicht überrascht, weil ich auch überhaupt keine Vorstellungen mir selber gemacht habe und mich auf das zukommen, was mir erwartet hat. Sehr schön. Bei dir, Luke? Das erste Mal, als ich den Brief aufgemacht habe, habe ich mich mega gefreut. Ich hoffe, ich bin fast gefreut, weil ich das also, ich hatte fast vorher das Training gehabt. Das war so ein grosser Wunsch von mir. Viele hatten wir schon ein Semester so ein Erfahrung gehabt vor Uni. Nicht wirklich, aber es war auch ein Podcast. Ich habe so gewusst, wie das Ganze abläuft. Aber wie ist nochmal eine neue Stadt? Ich bin ausgezogen, das Ganze. Es ist wie mega viel, was aufs Mal auf dich zukommt. Und ich glaube, mit dem bin ich am Anfang ein bisschen überfordert gewesen, so ein bisschen. Eben Wohnung suchen, dann pendeln am Anfang noch, Uni, halt eben PBL, wo du in Bern hast, die mega cool sind, aber wie nie gekannt haben, dass dich dort vorbereiten musst, die ganze Selbstdisziplin, dann mit den Podcasts. Und gerade im ersten Semester habe ich einfach Podcasts auf zwei Geschwindigkeiten gehört und ich einfach Podcasts gemacht, aber dass ich sie gemacht habe, nicht dass ich sie verstanden habe. Und das ist dann ein bisschen nicht zum Verhängnis geworden, aber dann einfach ein bisschen mehr machen in der Lernphase. Und dann habe ich wie im zweiten Semester einfach Podcasts geschaut, um sie zu verstehen. Ich habe mir gesagt, ich schaue jetzt jeden Podcast immer nur auf die normale Geschwindigkeit. Mache mir Notizen, nachbearbeiten, so ein bisschen das. Und das hat viel besser geholfen. Und gerade im ersten Jahr kannst du auch recht gut so ein bisschen Lernstrategien ausprobieren. Weil jede Person ist da anders. Jeder lernt ein bisschen wieder anders. Und das war wie gut gewesen, dass es im ersten Jahr wie so
Es ist streng, ja. Es braucht das Medizinstudium braucht Sitzleder. Also habe ich gewusst, mein Papi hat auch Medizin studiert und dann habe ich gesagt, Luke, musst du schauen, musst lange können sitzen und einfach lernen. Mhm. Habe ich am Anfang nicht gesagt, ja, kommt schon irgendwie. Habe einen guten Rücken. Ja, irgendwie so, nachher in der Lernphase und ein bisschen das ISG ein bisschen wehtun. Nein, aber so ein bisschen das kommt man schon auf die Welt, aber im ersten Jahr ist wie noch nicht so viel auf das Mal, gerade auch während dem Semester, dass du eben noch ein bisschen Lernstrategien ausprobieren kannst, dass du dann im zweiten Vollgas kannst geben. Ja, voll. Das ist wie normal, dass man voll in das kalte Wasser und keinen Plan hat, eigentlich wie du fährst an. Ja. Und dann vom ersten Jahr zum zweiten ist nochmal ein Sprung. Und hat das aber, oder das sagt er, hat das nach streng vorgestellt, das Medizinstudium? Oder ist es so gekommen, wie es sich vorgestellt hat? Oder ist es vielleicht sogar nicht so streng, wie das nach vorgestellt hat? Also das erste Jahr war eigentlich gar nicht so streng, wenn man jetzt so zurückblickt. Und wir noch in der Lernphase haben wir Wasserschlacht gemacht wie draussen. Ja, okay. Ja. Ah, stimmt. Ich glaube, da haben wir andere Beipgänger ein bisschen hässlich gemacht, weil wir kurz ein bisschen schauen. Also Entschuldigung an alle, die wir da gelernt haben. Ja, also wir müssen vielleicht die ganze Geschichte erzählen, sonst kommen die Leute, die zuhören, nicht ganz draus. Ja, in der Lernphase, was so heiß war, Juni halt. Abartig heiß war dabei. Ja, hier ist man. Haben wir gefunden, ja, es ist doch eine coole Idee, wenn wir draussen ein bisschen Wasserschlacht machen mit Wasserpistolen, Wasserballons. Und das hat jetzt mega harmlos angefangen. Wir haben einfach mit Wasserpistolen so eskaliert. Nachher sind wir irgendwie in den Mikro und Kopf gegangen und hatten die Aktion zum Wasserballon. So blöd. Da haben wir irgendwie 64 von denen gekauft. Also 60 einzelne Wasserballons, so. So zwei Päckchen. Dann haben sie gesagt, komm, machen wir einen Wasserschlacht. Ja. Wer hat gewonnen? Unentschieden. Unentschieden. Es sind alle nachher nass. Das müssen so T-Shirt wägen und dann schauen, wenn es schnell ist. Also ein paar sind wirklich von oben bis unten. Bis auf Unterhose pflotsch nass gewesen. Es war weniger cool gewesen, zum Weiterlernen. Aber du hast wie kurz in die Sonne liegen und bist wieder trocken gewesen. Sehr gut. Ja. Das ist, im Sommer ist die Lernphase wie, ich glaube... Ist harzig, ja. Ja, es geht. Ich habe es fast angenehmer gefunden, weil jetzt im Winter, es wird so früh dunkel, am Morgen ist es erst so spät hell. Da habe ich jetzt mega Mühe mit am Morgen aufstehen. Und da ist es im Sommer fast einfacher gegangen, ist aber so. Aber, hoppala, jetzt bin ich da. Ich bin jetzt gespannt, wie jetzt die Lernphase dann wird im Winter. Jetzt haben wir nur noch eine einzige Prüfung. Ja, voll, es ist zusammen. Genau. Und dann im Sommer noch eine und dann noch die mündliche. Ich bin gespannt, wie die mündlichen sind. Das wird lustig, ja. Das wird noch Freude drauf. Die Jahresmündliche sind schon noch. Die haben so seinen Ruf, oder? Das ja, wir schon gehört von allen. Also. Es ist echt viel Stoff. Es ist echt viel Stoff, ja. Und es ist mehr, als man sich im Moment aber vorstellen kann. Aber gerade so ein bisschen, wenn du mit älteren Jahrgängen sagst und so redest, dann sagen mega viel, es ist mega streng und so ein bisschen das. Und das macht einem wie ein bisschen Angst. Und vielleicht, das ist vielleicht eine falsche Angst, weil es so, eben, klar, es ist schon streng, aber es haben schon so viele Leute das vor die Augen geschafft, dass man sich da nicht irgendwie Angst macht oder so, dass man, ich schaffe das niemals. Wenn man schon mit dieser Einstellung reingeht, dann ist man nicht gerade zum Scheitern verurteilt, aber macht es einem das Leben viel schwerer. Also ich weiss noch, bei mir war es darum so, die Willi ist ja ein Jahr über mir und sie hat noch die NP so gehabt, dass sie semesterweise hatte. Viel zu chillig, aber sie hat das semesterweise MP gehabt. Und dann hast du wieder Stoff gelernt für das Herbstsemester, so wie du und Jenna, Herz, Cardio, Lunge und dann hast du echt MP noch parallel gehabt. Und wir sind der erste Jahrgang, der so wie wegen der Plus 100, also wir haben noch nicht die Plus 100, aber sie haben es bei uns getestet. Es war wirklich so. Und wir sind so, nein, das schaffen wir nie. Man hat niemanden gehabt, wo man fragen kann, wie die MP wird oder so. Und ja, irgendwie geht es dann gleich. Also, aber ja. Ja, schon ein Mythos, wenn ich alle davon erzähle, wie schwierig das es wird, dann glaubst du es selber. Ja, aber ich komme im zweiten Semester nochmal auf euch zurück im Neuroblock. Neuroblock? Ja, im Neuroblock fährt es. Also, das ist so der Ruf, was der zweite glaubt. Ich glaube, der Neuroblock ist doch ein bisschen. Aber es haben schon eben Leute vor euch geschafft. Ja, eben. Sie können nicht alle durchgehen von dem her. Ja, gut, das ist einfach besser als die anderen. Und wir geben auch Steltoni von dem her. Gell, in dem her ist die Lernphase angenehmer. Genau. Ja, wie ist es bei dir, Luke? Wie hast du dir das Medizinstudium vorgestellt? Wie ist das noch? Also, strenger gewesen, weniger streng? Wie erwartet eigentlich so viel? Ja, ich habe schon von ein paar anderen gehört, wo das Medizinstudium wie schon vom ersten Kurs habe ich mich noch jemanden kennt und ich von dort ein bisschen mitbekommen und so ein bisschen, da habe ich schon ein bisschen gewusst, dass es streng wird.
aber dass man gleich noch ein Leben nebendran hat. Oder dass man sich ein Leben nebendran unbedingt sollte. Aber ich finde es mega wichtig, dass du so einen Ausgleich hast. Mega. Sei es Sport oder ein bisschen laufen draussen. Also ja, ich habe auch mit Unisport endlich angefangen. Ah, endlich. Das ist wirklich, also ja, du kannst so viel Zeug machen bei mir. Du hast ja alle Sportarten praktisch. Mhm. Und das Gym, wenn du zu den richtigen Zeiten gehst, ist es auch nicht so voll, dann geht's. Das ist ein mega wichtiger Ausgleich. Komm mal mit TRX von mir. TRX? Ach, machst du das? Ja, voll, am Montag. Okay, dann komm ich mal, komm. Ja. Ich habe mit TRX-Bänder mal gehabt. Die haben wir. Gut? Ja, ganz früh. Ganz früh. Nein, nein. Nicht mehr. So ein bisschen das. Wo bin ich jetzt gewesen? Beim Unisport. Beim Unisport, ja. Ja, genau. Und eben so ein bisschen auch, dort, es gibt so viele coole Sachen von der Uni aus, jetzt auch von Medizinstudien, wie eben der Medventura-Kurs, wo ja ihr auch dort gewesen sind, kannst du ein bisschen nähen, schon mega früh. Oder halt eben, hast coole Sachen, die du anschaust, wie jemanden birgst, oder First Responder wirst und so weiter. Und so ein bisschen so Sachen, wenn du dich da engagierst ein bisschen und ein bisschen wie auch willst ins Unileben reinkommen, dann ist die Uni so wirklich die coolste Zeit vom Leben. Ja, wirklich. Ja. Wirklich. Und dann lernst du so viele coole Leute kennen. Und jetzt wisst ihr, wie neidisch das auf euch. Ja, ich fand mega. Das ist jetzt weg. Also, ja, ich habe noch ein Jahr, aber die haben alles vor euch. Jetzt kannst du vom Unisport-Gym kannst du jede Sportart endlich machen. Also, ja. Oh, das haben wir, glaube ich, letztes Mal das geschafft? Ziel gehabt. Nein. Ah. Du Corona gekommen. Ach, Scheiße. Du musst schauen, ob du Zumba willst. Ist gleich mal lustig zum Ausprobieren. Ja, sehr fix. So, oder wie heisst das? Das Speed, nein, wo auf dem Velo bist. So, Indoor-Cycling. Das, ja. Das ist, glaube ich, richtig heavy. Ja, mega. Das würde ich aber gerne mal ausprobieren. Ping-Pong hat sogar, also wirklich. Ping-Pong ist mega. Ping-Pong, ja. Ping-Pong. Weißt du? Das ist so cool gewesen. Ja. Ping-Pong, ja, das ist schon wieder. Die blauen Flecken kannst du nachher anschauen. Genau. Nein, aber wirklich coole Sachen, die du kannst machen, auf jeden Fall. Und unbedingt das nutzen. Ich meine, es ist ja gerade, oder was zahlst du für einen Beitrag? Ja, aber das ist nichts für das Angebot, das du hast von der Uni Bern. Wo lernt ihr am liebsten eigentlich? Ich habe noch nicht so viel ausprobiert, bin ich ganz ehrlich. Meistens hier in der F MedBib. Jetzt nicht mehr FB, sondern BibMed. BibMed, Entschuldigung. In der BibMed. Weil auch eben die meisten Kollegen da sind. So in der Pause, dann kannst du in den sozialen Aspekt abschalten. Das tut mega gut. Sonst bin ich in der JBB gewesen, vorne beim Hauptgebäude. Die ist noch cool, aber es hat so, wenn die Sonne nachher dort rein scheint, im Fenster, ist es so unerträglich heiß. Ich musste viermal umsitzen, weil ich es nie geschafft habe, von der Sonne wegzukommen. Bei JBB? Okay. Ja, stimmt. Ja. Die mega fette Terrasse oder so, das Licht ja, da weißt du, so der Innenhof, so bisschen, wo so alles Zeug rein scheint. Jetzt haben sie, glaube ich, zum Teil so obendrauf so Sonnenzeug drauf da. Was, glaube ich, jetzt weniger schlimm ist. Aber BibMed ist besser. Ja, ja. Also ich gehe meistens eigentlich nur in BibMed. Klar schon zum Lernen, aber halt, wie, dass ich Kollegen sehe. Der soziale Aspekt ist wirklich mega gross. Echt der Main Factor. So Jenna, du lernst ja hier mega gerne ihr BibMed. Und es gibt ja verschiedene Orte. Es gibt die offenen Tische, es gibt die Kreuzkojen und es gibt noch ganz hinten dort, wo euer Jahrgang noch oft steht, noch die anderen. Wo, ein Aquarium? Also es heisst Aquarium. Ah, ich sage dir, es hat wie so ein Aquarium ausgesehen. Ja, voll. Wo ist dein Lieblingsspot? Was würdest du mein Lieblingsspot? Oh. Ich denke, das ist dort hinter dem Aquarium? Nein, nicht im Aquarium, sondern hier, wenn du hinten laufst, dort hier bei diesen... Also ganz Gang hinten bei diesen weissen Kojen, die alten. Wie man die beschreiben kann. Es gibt die, die mit so Stoff noch Dinge sind, die anderen hinten sind nicht, oder? Kreuzkojen oder nicht? Kreuzkojen. Weißt du, wo vier Plätze eigentlich so ein bisschen hast? Nein, 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 die, wie heissen die? Doch, schon die. Nicht das ist jetzt Kojen, sondern die rechts nebenan. Aha, die gegenüber, die gekreuzten Kojen. Die gerade. Die gerade. Die die also die, also ich fahre noch eins. Nein, keine Trennwand, nichts hast du dort. Mo, du hast eine Trennwand, aber nebeneinander, oder? Ja, nebeneinander. Also, so. Genau, es ist so wie ein Leiter. Es ist schlechter. Ein Leiter? Sorry. 5 hours later. Also grundsätzlich bin ich gerne dort, wo es Licht hat. Ich finde es ein bisschen schade, wenn er den ganzen Tag wirklich vom Morgen macht bis am Abend. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass, wenn wir jetzt die guten Plätze sagen, dass die nachher besetzt sind. Nein, weg. Wenn wir jetzt falsch sagen. Aber hey, es ist jeder noch anders gerne. Es gibt viele Leute, die gerne dort sind, wo es dunkel ist, dass es nicht in die Pads reinblendet. Ja. Während ich gerne dort, wo es so die Sonne reinscheint. Ja, da ist viel zu heiß dort. Also, ja, aber jemand, der schnell heiß hat, geht nicht zu den Fenstern. Ja, ja, das ist immer kalt von dem her. Wo sind euch hier? G'si oder immer noch? Mein Lieblingsplatz sind die offenen Tische. Schon? Bist du nicht abgelenkt?
Nein, irgendwie nicht. Also ich feiere es noch dort so. Mhm. Ach, weil sonst bist du so mega in diesem Ultrafokus drin. Ja, und das brauche ich. Den Ultrafokus habe ich in der Lernphase. Okay, da bin ich so, ja, habe ich so wie ein Switch, so, so gechillt zu lernen. Ja. Und in der Lernphase gehe ich wie die gekreuzten Keulen. Ja. Ja, und sonst, ich finde es gar nicht so chill. Also ich finde es noch easy, wenn es ein bisschen Geräusche noch gibt und so. Okay. Also, okay. So Vogelzwitschern. Ja, das war gut. Du siehst immer so, wenn die Leute aus den Posen machen. Ja, so, und dann, genau, dann weißt du, wenn du musst losgehen, wenn es Ende ist. Genau. Hast du alles im Blick. Ja, das ist auch noch gut. Es ist nicht so mega, mega voll. Es ist immer wie noch jemand, der neben dir nicht sitzt, den Platz frei und erst dann kannst du wieder. Das ist, ja, das ist, ja, jetzt ein Vorteil. Kannst du ein bisschen auslegen. Und es ist ein Gruppenraum. Ja. Wenn ihr Leute hat. Und 30.000 Franken Sofas oben. Ja, genau. Das ist so Sitz. Von Weitgelegenheit. Also, genau. So bequem. Ja, es ist gefährlich, dass du neben nicht einschläfst. Das ist schon, yeah, fast zu bequem. Aber es ist noch ein Ruheraum, weißt, wo du kannst mit der Sitzsäcke. Ja. Das ist das Beste. In der Lernphase habe ich es immer gebraucht. Kurz einen Kaffee vorne, dann 15 Minuten neben, mhm, und dann weiter lernen. Das ist schon die legendäre Ausrede. Ich gehe kein Teichkärtchen machen im Ruheraum. Nein, ich habe es schon gemacht. Hat dir eigentlich noch einen Rat an die Erstjähler, die jetzt da kommen, was dir Angst gemacht hättet oder was dir gerne gewusst hättet im Nachhinein? Nicht so fest gestresst, halt eben, was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, das. Ja, einfach wirklich nicht zu fest stressen vor diesen Prüfungen, auch wenn es die ersten Prüfungen sind. Es haben viele andere bestanden und es werden auch noch viele andere bestanden. Dreimal probieren werden. Ja, genau. Das ist auch nicht genau. Und nicht zu fest in Details verlieren, aber auch Details lernen. Was doch, man, Details unbedingt, ja, aber nicht lernen, drinnen verlieren. Ja, das stimmt. Was kann man, teilweise kann man so Zahlen, die auf irgendeiner Folie stehen, die, ja, keinen Zusammenhang hat, weil ich wirklich muss auswendig, also auswendig, du musst einfach kennen. Ja. Du musst nicht wirklich auswendig lernen, sondern wenn sie im MCC ist, auch als Multiple Choice, mhm, einfach alles erkennen, dass das, das stimmt, ja, das war 2000, genau, das ist irgendetwas. Und das steht ja eigentlich schon dort. Ja, und teilweise fragst du dich, was hat jetzt, ja, dass ich das kann. Ja. Also wenn es sagt überhaupt nicht darüber aus, ob es das, ja, Thema voll, oder nicht, aber, ja, es hat einfach, mhm, so eine Prüfung aufgebaut. Also Fokus auf die Folie und einfach, ja, mit Folie, dass man es kennt. Oder ja, und es verstehen, weil es ist auch wirklich aufbauend, mhm, und man lernt ja, also ja, man lernt schon für Prüfungen, mhm, aber ich aber offen die. Eben, also die. Wie so ein bisschen, mhm, ich will nachher auch ein guter Arzt sein, so ein bisschen, wo das Zeug draus kommt und nicht immer so komplett lost rumsteht. Man halt wirklich in seinem Fachgebiet wirklich kompetent ist. Und darum lernst du die Sachen eigentlich auch für dich. Und ja, das war so ein Anspruch für mich, um die Sachen zu verstehen und nicht einfach auswendig zu lernen. Ja, mega schöner Anspruch, den habe ich dann nochmal nicht gehabt. Mir war dann Prüfung so, ja, bitte echt bestehen. Ja, okay. Das ist schon so bei der ersten Ding, ja. Vor allem die Struktur von, ja, also Chemie nachher. Ja, also jetzt zum Beispiel MC1 ist ja sehr Chemie-Physik-lastig. Ja. Und dort hier, das ist ja mehr so, dass es, ja, dein Grund, also dein grundsätzliche Basiswissen hast und das alles so auf dem gleichen Stand sind. Und dort hier auch nicht wirklich mega drin verlieren. Das Ableitungen von irgendwelchen, ja, Formeln, Herleitungen, das musst du nicht können. Ja, und das habe ich dann gelernt und denke, das ist, oh, mega wichtig. Und nein, ist nicht. Mein Spiel hat das etwas gelernt. Ja, ist schön. Du hast ja VWL studiert. Hast du ein Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht gehabt? Genau, genau. Ich habe Wirtschaft und Recht ein Schwerpunktfach gehabt. Und habe eigentlich auch immer gedacht, dass ich so in die Wirtschaft reingehe, in diesen Sektor. Habe mich immer für beides interessiert. Und auch so ein bisschen an jedem Uni-Besuchstag so ein bisschen beides hören. Ja. Und ich bin jedes Mal rausgelaufen und nicht gewusst, was ich jetzt so mache. Dass es Humanmedizin oder irgendwas anderes ist. Aber nach der Wasserschlacht hast du gedacht, für Medizin. Nein, ist es, ja. Nein, aber jetzt, ich bin wirklich so froh, habe ich mich für Medizin entschieden. Und bin wirklich so komplett im Flow, habe ich das Gefühl. Nice. Ja, darum auch, es gibt ja so die Infotage bei den Gimmeler, mhm, und er so die Frage, die von den Gimmeler ist, scheiße, ja, Wirtschaft und Recht oder ja, Sprache, habe ich einen Nachteil im Studium? Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, ist es dir schwierig gefallen? Du hast Biochemie gehabt. Ich sage okay. Ich habe beide Perspektiven. Ja. Für mich als Wirtschaft und Rechtsschülerin ist es ein Nachteil gewesen, im Sinn von Chemie, Biologie, mässig. Und ich glaube, PAM, die hat dann die Physik schon ein bisschen können und PAM mit Wirtschaftsrecht hast du nichts davon angeschaut. Und je nachdem. Statistik? Bin ich gut gewesen. Nice. Sehr gut. Check. Nein,
es ist halt je nachdem, was für einen Lehrer du hast im Gymnasium, hast du das angeschaut? Zum Beispiel so Glykolyse, Traktzyklus, hast du das schon angeschaut? Ist das dann je nach Gymnasium? Ich gebe es mir mega drauf an. Und dann hat es schon einen Vorteil, wie du schon mal gehört hast. Aber grundsätzlich ist es überhaupt kein Nachteil. Und wenn ihr jetzt Wirtschaft, Recht oder Spanisch oder irgendetwas anderes macht im Gymnasium, das ist total machbar. Ja. Und wenn dann noch im ersten Jahr, was so ein bisschen würde helfen, die Vorteile geben. Oh, ja. Bei dir? Du also, hast ich habe Biochemie gehabt, genau. Ja. Ich habe noch ein Semester Biomedizin studiert. Mhm. Also ich habe schon einen Vorteil, es war einfach alles nochmal Repetition gewesen. Gerade in Chemie, also eigentlich nur in Chemie, das ist wirklich alles nochmal Repetition. Ich habe mir noch eine PBL gehabt, das ist immer alles gewesen, nicht so was. Das war alles Repetition gewesen. Ich habe alles schon zweimal gehört, das war das dritte Mal, als ich es nochmal gehört habe. Das hat mir mega geholfen. Und ja, aber es kommt mega darauf an, was für einen Lehrer du hast. Zum Beispiel eben Glykolyse, hast du gesagt, hast du angeschaut? Schon nein, wir eben nicht, aber zum Beispiel bei unserer Show haben sie es angeschaut. Es kommt mega darauf an, aber es ist kein Muss, überhaupt nicht. Es hilft, klar, ein bisschen wenig Stress, aber dafür hast du dann vielleicht in anderen Sachen, eben hast du Glykolyse noch nicht angeschaut oder irgendetwas anderes, Statistik zum Beispiel, dort bin ich lost gewesen. Ja, aber man kann kompensieren, von dem her eben. Schon können. Und wenn spürst du den Vorteil vor allem im ersten Semester? Ja, nachher gar nicht mehr. Also nachher nicht mehr. Ja. Dann kommt Herzphysiologie und so, okay. Meine Schwester zum Beispiel, die hat im Gymnasium hat sie mega viel so mit Herzzeug und alles gemacht. Das war halt mir ein Vorteil gewesen, das cool, ja. Weil dort sind wir gerade bei den Metnat und diesen Fragen, hast du ja viel so Text gehabt, wo irgendwie über das gegangen ist. Das hilft vielleicht, ja. Mhm. Wenn du ein Verständnis so ein bisschen hast. Aber für das Medizinstudium lernst du alles nochmal. Mhm. Und hast mehr Zeit, um es nachzuschauen. Ja, es gibt ja eben auch gute Bücher, Chemie für Mediziner, wirklich. Ich glaube, eines der besten Bücher, die man jedem empfehlen kann, im ersten Semester. Ja. Würdet ihr Bücher kaufen? Ganz im Allgemeinen. Oder die Bibliothek, länger die Bücher hier, die man auslehnen kann. Also in BibMed finde ich es mega praktisch, dass wirklich alle Bücher, die du wünschst, sind vorhanden. Und in grosser Anzahl. Unzählige Ausgaben und kannst mal jede Auflage anschauen. Und ich stelle mir vor, dass das Buch, irgendwie, weil es gerade alle brauchen, nicht hast. Oder Fotoatlas. Ja, Fotoatlas. Ja. Ja, so kurzzeitig kann es mal ein bisschen schlau geben. Aber grundsätzlich, bevor du wirklich Bücher kaufen willst, gescheiter hol die BibMed, hol dich anschauen. PDF, Via Medici, kannst das ganze Zeug einfach anschauen. Amboss Via Medici wird genug. Also wirklich, ja. Und wenn brauchst du das Buch für eine Prüfung oder für vier Fragen, keine Ahnung, über Albert oder so? Das Ganze. Nein, gone. Der grosse Albert. Ja, das macht den Fehler nicht. Aber nicht. Ich habe glaube 10 Seiten angestrichen, mehr nicht. Und es ist einfach ein Buch. Das sieht auch cool aus, die Heime. So, hey, ich studiere Medizin. Also, ich glaube, okay. Hast du schon einen Atlas gekauft? Ja, das habe ich gekauft. Ich habe, was ich so Botta gekauft. Ja. Und ja, keine Ahnung. Ich dachte, ja. Brauche ich auch irgendwie, wenn ich Medizin studiere. So und den habe ich wirklich viel gebraucht. Und eben so ein bisschen Taschenbücher und so, von Histologie, von Embryologie und so. Die habe ich viel gebraucht. Und ich habe gerne wie ein Buch in der Hand, physisch, und ich anstreichen kann. Das kann man halt in der Bibel nicht. Stimmt, das stimmt. Ist bisschen, das sagen noch viele Leute, dass ich gerne ein Buch habe, wo sie Sachen anstreichen kann. Ich bin halt voll mit dem Tablet so ein bisschen. Dort meine Bücher, mega. Aber es ist mega unterschiedlich als für mich. Das hat sie eigentlich gelernt. Du hast so mit Karteikärtchen, aber du bist ja mehr Anki. Ja, zwar jetzt habe ich auch viel mit Karteikärtchen für die Anatomie, weil ich einfach keine Zeit mehr habe, so ein bisschen, um alles zu schreiben. Mhm. Das. Aber eben sonst, es gibt so viele Möglichkeiten, die du am Anfang ein bisschen ausprobieren musst. Es ist wirklich ein Ausprobieren. Ja. So wie die Anatomiebücher. Du schaust mal in Botta, schaust mal Prometheus. Ja. Entweder hast du digitale Bilder gerne oder Zeichnungen. Dann findest du ein bisschen deinen Stil. Genau. Ja. Einfach ausprobieren, das ist so der Ratschlag. Das Wichtigste. Ja, voll. Gut. Habt ihr Bücher gekauft? Ja, also ich habe mega viel können. Jetzt kommt so, ich habe auch den grossen Albert gekauft. Ich habe also gekauft nicht. Ich habe eine ältere Schwabe, die Medizin hat gemacht. Und dann habe ich das gehabt. Aber ehrlich gesagt, habe ich das so ins Regal motiviert reingestellt, so Anfang Semester. Und sie sind echt dort verstaubt. Also ich habe es echt nie gebraucht. Weil ich halt entweder habe hier BIP gelernt oder E-Books. Das war meine Strategie. Das Einzige, was ich hatte, ist vielleicht der Atlas, der manchmal gäbig war. Ja. Oder auch cool aussieht im Regal. Aber sonst eigentlich. Ich glaube, rückblickend nie ein Buch kaufen. Hätte ich jetzt nie gebraucht. Haben wir dann vom
Nein, ich darf noch nicht sagen. Ein Professor hat dann von einem Anatomie-Atlas geschwärmt. Dann so, nach einer Woche habe ich den gekauft und habe gemerkt, so, nach einem halben Jahr, ich tue alle Sachen die ich google. Mhm. Und ich muss eigentlich nie einen Atlas aufschlagen. Mhm. Und da habe ich eigentlich neu umgebraucht und dann wieder verkauft nach einem Jahr. Ja. Das ist schon cool. Du kannst das Zeug einfach recyceln. Ja, einfach. Ja, ja. Stimmt schon. Du hast nicht mal Minus gemacht. Das stimmt, ja. Ja. Also, mit so Chemiebüchern und so kannst du eine immer. Das brauchst du ja nur im ersten. Ich sehe es fast als Mehrwert, gerade bei Kärtchen. Wenn dann irgendjemand etwas draufgeschrieben hat und so, ja, ist ja wie mehr Informationen drauf. Mhm. Dann kannst du es billiger bekommen. By the way, es gibt ja ein Bücherregal jetzt neu, wo man Büchertauschregal, wo man Bücher kann reintun und auch verkaufen. Das ist auch was? Bekommt man Geld dafür? Ja. Also kannst du wie deine Bücher. Ich glaube, du kannst eine Zettel schreiben mit dem Zeug und dann kannst du kontaktieren und das. Oder das System ist recht kompliziert, nicht, wie es funktioniert. Dort noch mal reinfuchsen, es ist Globenglobs für die Gruppenräume. Ja. Okay. Gut, ich bin auch jetzt da drüben mit. Eben, da kannst du alles Zeug nicht anpassen. Also ich gebe es mit euch. Oder das. Mit Aufpreis. Das ist halt auch mit Aufpreis. Hast du den grossen Albert? Ich brauche noch einen. Du bist doppelt so schnell. Ja, nice. Ja. Eben, für das sind Connections auch gut. Wenn du ältere Leute Jahrgang kennst, so das, dann kannst du Anatomiekarten, Bücher, was auch immer. Und Connections sind sowieso bei allen gut. Mega. Also ich habe jemanden zu haben, den kannst du fragen, der ein Jahr oben dran ist oder zwei oder drei Jahre oben dran ist. Rutschst du ins Biss rein oder in die Tutorenausbildung dort oder zum Assistieren, so Zeug. Da musst du auch fast irgendwie reinrutschen. Das Lustige, es ist grundsätzlich ein Prinzip in Medizin im Fall, weil du brauchst einen Mentor, auch wenn du Assistenzarzt bist oder so, hast du immer einen Mentor, der dir die Tipps gibt oder vielleicht so sagt, hey, das haben ihr Orthopädie, die Episode kommt übrigens dem Monat aus, aber ihr Orthopädie hat er zum Beispiel gesagt, er hat jemanden gehabt, der Mentor für obere Extremität war und man kann ja dort verschiedene Extremitäten tun. Und dann ist er in das reingerutscht, was das eigentlich gar nicht will. Also du brauchst immer einen Mentor und das ist auch so, das fällt im Studium eigentlich schon an. Ja. Das ist wirklich so, ja. Vor allem für kleine Fachrichtungen. Falls jemand von euch etwas Spezifisches hat, dann müsst ihr früh genug mitsuchen. Du, wo jetzt noch am Ende bist, weißt du, in welcher Richtung das? Ich bin jetzt am Anfang mega Chirurgie bauen. Ja. Und nachher habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gerne eine Praxis haben will, recht schnell. Okay. Oder Gruppenpraxis. Aha. Und Chirurgie ist halt recht schwierig, die selbstständig zu machen. Du musst Erfahrung haben, du musst Connections haben, Leute, Hausärzte oder andere Mediziner, die dir die Patienten schicken. Das heisst, du bist so gegen die 40, sage ich mal, wenn du dich selbstständig machen willst. Und ich würde gerne das Gefühl schon vorher haben. Und habe ich gedacht, ich mache Hausarzt oder Dermatologie wäre auch etwas Schönes, was aber halt mega schwierig ist, reinzukommen. Also wenn du so Dermatologie willst machen, dann muss man sagen. Früh genug. Ja. Innerrutschen mit Dissertation aus. Hat es euch eigentlich gestresst? Weil das Medizinstudium geht ja doch recht lang und bis dann wirklich anfangen zu arbeiten, das hat man ja wie schon das Alter, dass du halt eben vielleicht erst viel später mit dem ganzen Zeug anfängst. So also, das war bei mir ein Punkt, dass ich fange erst mit 27 irgendwie an zu arbeiten. Das hat doch das irgendwie gestresst. Also, dass man deine Fachrichtung erst spät anfängst, oder? Das, und dass du halt eigentlich mega lange im Studium bist und mit der Arbeitswelt eigentlich komplett gar keinen Kontakt hast. Nein, ich denke, das ist kein Problem. Nee, also wirklich, wir haben schon mit allgemein Chirurgen interviewt. Wir haben zuerst eine Lehre gemacht, ist nachher in die Chirurgie abgebogen. Cool. Und ich denke, später merkst du dann gar nicht mehr, weißt du, in zwei Jahren ist nichts später. Wenn es Spass macht, ist das Beste, was du hast können machen. Ja, und schlussendlich, ich denke auch etwas, was man mitnehmen kann von all den Leuten, die wir interviewt haben, ist, häufig will man so eine Linie machen, man schnell wissen, was man will, und dann auf dem direkten Weg nach 5-6 Jahren das machen. Und ich glaube, häufig sind die Leute froh um jedes Jahr, wo sie noch in eine andere Fachrichtung haben geschaut, wo sie ein Jahr mehr herumschauen. Wo später, du machst dann eben, sagen wir, oft eine Orthopädie, du machst dann genug Hüftprothesen rein und am Schluss machst du jeden Tag, sage ich mal, in Anführungsstrichen, das Gleiche. Ja. Und das kannst du noch genug lang machen. Dann. Und darum eben noch, man verdient ja auch schon etwas eben in den Assistenzarztjahren. Und dann kann man noch ein bisschen Slalom fahren. Das habe ich eben auch im Podcast vor allem gelernt. Alle sagen so, möglichst schnell den Facharzt machen, möglichst schnell das machen, möglichst schnell Oberarzt. Und alle weiteren Ärzte sagen so, nein, das sollte nicht das Ziel sein. Ja. Du machst so viel wechseln. Und der Orthopäde hat vor der letzten Episode hat zum Beispiel gesagt,
ja, er hat unbedingt mega schnell sein und so. Und schlussendlich ist er HNA gelandet und jetzt für Orthopädie und jetzt liebt er das mega. Ja. Und er hat auch gesagt, rückblickend hat er auch gerne noch 3 Jahre ein PhD gemacht, wo man eigentlich nur forscht, weil ihm das mehr etwas hat gebracht, zum Beispiel. Also echt der schnellste Weg. Also man muss, glaube ich, ein bisschen wegkommen von dem, weil du machst es nicht gleich jeden Tag deine Knieprothese. Messi für mal hat er mitgemacht, noch einmal. Dankeschön. Messi für mal euch. Und auch Messi für mal euch fürs Zuschauen bei dieser Episode. Und dann freuen wir uns wieder, wenn es das nächste Mal einschaltet, was es wieder heisst. Ja, immer noch das Logo. Swiss Metal. Swiss Metal. Gut, also. Ciao zusammen. Ciao zusammen.